Ich habe nachgedacht. Hast du was? Ja, ich habe auch nachgedacht. Mir ist was eingefallen, Peter. Was denn? Pass mal auf. Um dich mal zu rächen. Du hast doch immer mit den Knie sowieso. Habe ja so und so. Hast du mal mit den Knie? Und dass du nichts machen musst, dass sie alleine machen müssen. Ja, das alleine machen ist gut, eine Rache. Aber mit den Knie würde ich nicht. Das habe ich ja immer. Das scheue ich nicht mehr durch die Gegend. Das auch ich mache so, ob ich krank für eine Grippe oder so kriegen würde. Haha! Okay, Peter, musst aber da durchhalten und verschwiegen sein. Altes Rezept. Ah, die Zwiebel ist gut. Damit gehe ich wenigstens nachher laufende Augen, wie man eine Grippe haben kann. Aber ich muss sie schneiden. Und wann haben meine Augen noch schneiden? Ah, schön. Jetzt kommt der Saft in die Augen. Ach, das Rezept habe ich von Uwe Wurse gerne. Der ging gerne nicht in die Schule. Das hat er sich immer eingerieben und war immer krank gewesen. Ja, unser Uwe, der kleine Strolch. Und dann ist er um die Schule gegangen. Und dann, ja, muss man da etwas nachhören. Ich bin ziemlich abgebrüht, weil ich gerne Zwiebeln esse. Ja, noch etwas mehr. Ich muss noch mehr Power. Richtig frische Saft daraus. Das tue ich den Uwe schlagen. Mit seinen eigenen Mitteln, was er früher in der Schule benutzt hat. Augen laufen. Mutti hat was zum Schminken. Und etwas Öl. Dann sehe ich wirklich krank aus. So. Ich bin richtig perfekt. So. Das stelle ich hier hin, dass ich keine. Minz, japanische Öl. Dann riecht man auch fürs krank. Nicht zu viel. Da, für die Stirn. Und das ist. Das ist gesund. Krank werden und gesund werden. Jetzt bin ich krank. Einfach fantastisch. Schwer krank. Das ist aber heute echt schwer. Ja, raus. Klar, Grippe. Ja. Komm nicht zu dicht dran. Der Wein muss auch mal. Zähne laufen. Siehst du ja, irgendwie ähnlich wie die Augen. Knallrot. Und Fieber, die Farbe und alles, siehst du ja. Fieber, alles. Manni, ja. Du machst mir keinen Kamillentee, Pfefferminz. Da tust du drei Süßstoff rein, ja, und eine Scheibe Zitrone. Mach ich. Ja. Und das bringt den armen Peter, den Kranken, den schönen Tee. Ah, der schläft aber nicht ruhig. Schlafen lassen, das ist gesund. Ja, er ist krank, der muss mal schlafen lassen. Jetzt muss ich den Peter weg, weil er sich nicht traut. Ja. Peter, mit dem Schalter. Guck mal, da ist der Schalter von uns, da ist der von dem Mann. Das ist der gleiche, wa? Ja. Auf eine vorsichtige Hörnerfeld. Bloß der eine hat eine Halterung, hier Plastikhalterung mit Kabel mehr, sonst nichts. Darf man den sehen? Aha. Genau der gleiche. Das ist derselbe. Ja. Wir müssen nur aufpassen, die Punkte hier oben. Mhm. Ich muss ihn auch verschlafen. Was kostet der? Ja. 15 Euro. Und die Lichtmaschine vom Golf, 75 PS. Die große und die neue und die alte, was für Unterschiede sind? Alte 30, die neue 50. Ja. Der Mann hat sich mir nicht getraut, bei dir reinzukommen. Schlafen ja, weiter. Einige auch. Ja, dann gehe ich bei meinem Schlafen. Schlafen. Ja. Während seine Brüder schuften, schläft sich Peter so richtig aus. Peter!
Hallo. Ja, was ist? Das musst du inhalieren noch. Soll ich da baden drin? Nein, inhalieren, wie die Mama immer. Ist das sauber? Das ist super sauber, da ist Honig drin. Oder wirst du mir vergiftet? Honig auch noch! Das Minzöl drin. Dann kann ich es nicht trinken. Honig riecht schöner, das finde ich Geruch. Hier, komm mal rüber. Ach, Mann, nee. Schön Kopf rüber. Und über Kopf und inhalier. Machst du sehr, sehr gut. Richtig. Kräftig einatmen. Ich komme circa in 20 Minuten wieder. Ja, mach mal. Und du mach aber kräftig inhalieren, dass du die Atemwege frei machst. Mach ich. Okay. Dampf ab. 20 Minuten bin ich ja, da. Ja. Durch inhalieren, das ist gesund. Alles klar, mach ich. Gut. Oh, ist der verrückt. Will er mir umbringen? Boah, das Zeug. Das kannst du wirklich nur, wenn du krank bist, nehmen. Ach, lieber Fernsehen gucken. Meine, das schmeckt gut. Lass mir richtig wohlgehen. Ich kann als Arbeiten das Schlafen nehmen. Was Besseres gibt's doch nicht. Das ist Gehirn. Nicht nur das Ersatzteilgehirn, auch das andere Gehirn ist in Ordnung. Das Freizeitgehirn. Ludolf. Guten Tag. Peter, Für einen Golf 4 eine Heckklappe in Kombi? Nein. Nein, momentan leider nicht. Ludolf. Für ein 92er Passat Kombi eine Heckklappe. Haben wir da. Zeit, dass man Feierabend gibt. Peter? Ja? Eine Heckklappe. Ludolf? Peter? Für einen Käfer 1303 vorne rechts im Kotflügel. Haben wir da. Haben wir da. Kostet? 20 Euro. Kostet 20 Euro. Dann meldet sich nochmal. Ach ja. Oh, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. So, bei uns jetzt bringe ich eine schöne Gabel. Jetzt gehe ich mal rein. Und hier, sieht gut aus. Ja, hier. Soll ich dir noch eine Fanta holen? Ja. Ich hole dir auch mal eine Fanta. Kommst du mit der Decke ran an den Tisch? Ich habe an meinem alten Tisch noch eine. Ich hole dir eine. Schöne Fanta. Sieht sehr gut aus, Manning. Du musst essen, du musst gesund werden. Sieht sehr gut. Hier hast du zu trinken, ich lasse dir die Flasche stehen. Das mache ich und Uwe mir was auffüllen. Nochmal guten Appetit und werd schnell gesund. Dankeschön, werde ich auch schön. Schnell gesund. Schmeckt sehr gut, Manni. Das höre ich gerne.